Es ist für uns ein Vorrecht, heute Abend Professor Cengiz Aktar bei uns zu haben. Er ist ein angesehener Wissenschaftler am Istanbul Policy Center und er schreibt und liefert Beiträge heute regelmäßig für diverse Zeitschriften. Er ist auch eine starke Stimme für progressive Reformen in der Türkei und setzt sich schon lange ein für die Anerkennung durch diesen Genozid durch die türkische Regierung. Heute Abend wird er darüber sprechen, dass die Türkei ihre Politik gegenüber religiösen Minderheiten überdenken soll. Ein herzliches Willkommen für Professor Aktar. You haven't heard anything yet, so Sie haben noch nichts gehört von mir, also Applaus im Voraus. Guten Abend Ihnen allen und danke vielmals an CSI und Dr. Aibner für diese Möglichkeit, dass ich hier überhaupt zu Ihnen sprechen darf, hier in Zürich. Die Schweiz ist ein Land, das mir sehr lieb ist. Als Direktor bei der UNO in Genf habe ich 7 Jahre hier verbracht und war natürlich oft auch in Zürich. Ein wunderschönes Land, wunderbare Menschen. Danke vielmals nochmal für diese Einladung. Der Titel dieses heutigen Vortrags ist die Politik der Türkei. Gibt es eine Türkei denn? Eine Politik? Ich glaube es nicht. Wir haben weniger und weniger eine Türkei. Es gibt die offizielle Türkei einerseits und das soziale Türkei oder die andere Türkei. Die Türkei, die wirklich am Überdenken ist, was geschehen ist in diesen Gebieten vor etwa 100 Jahren. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben, bevor wir uns in die Details begeben, der Gedenkfeiern oder Gedenkereignisse, die auf der Ebene der türkischen Gesellschaft im Moment am stattfinden sind. Ich möchte Ihnen einige Einblicke geben, was sich heute in der Türkei abspielt. Und sogar auch in der offiziellen Türkei. Sie werden vielleicht überrascht sein. Es gibt in der Türkei eine armenisch-katholische Kirche. Minderheit natürlich. Im Vergleich zu der hauptapostolischen Kirche. Aber vor kurzem wurde ihnen ein Rechtsstatus gewährt. Die armenisch-katholische Kirche von Istanbul und wird vom Pater Karabayza, einem Freund von mir, geleitet, der ein wichtiger Gelehrter ist aus der Universität in Venetien. Und zwar vom Staat, also anerkannt. Einer Kirche, der armenischen katholischen Kirche, wurde ein Rechtsstatus gewährt. Merkwürdig. Ein zweites Beispiel. Dieses Jahr und wieder in Venedig. Es ist so, dass 2015 eigentlich das Jahr des Jubiläums ist. Das beginnt am 9. Mai, also bald. Das Jahr der Annale. Der Künstler, der die Türkei repräsentieren wird, hat ein Kunstwerk im türkischen Pavillon installiert, im offiziellen türkischen Pavillon. Und das ist Sarkis Sabunyan, ein sehr berühmter türkisch-armenischer Künstler. Ist das nicht merkwürdig? Und Sie können versichert sein, dass ich kenne ihn sehr gut. Und so wie ich ihn kenne, wird er das auch klar portieren und das, was er im Sinne führt in Bezug auf den Genozid, auf andere harte Realitäten der Türkei und unserer Region überhaupt, wird er davon sprechen. Ein weiteres Beispiel. Die syrisch-orthodoxe Kirche wurde erlaubt, eine Primarschule zu eröffnen,
in Istanbul in der Türkei. Zum allerersten Mal seit 1928, wo ihre Schulen geschlossen wurden durch die Kemalistische Republik. Die wurden damals komplett verschlossen. 1928, zum ersten Mal seither heute, ist eine Primarschule der Syrisch-Orthodoxen Kirche eröffnet worden. Religiöse Stiftungen, die nicht muslimischen Minderheiten gehören, sind 10% von diesen den Minderheiten oder den religiösen Minderheiten wieder zurückgegeben worden. Und das sind offizielle staatliche Handlungen. Letztes Jahr am 23. April, nicht am 24. am Genozidtag, sondern am 23. hat der damalige Premierminister, Herr Erdogan, zum ersten Mal in der Geschichte ein Statement abgegeben, wo er das Leid anerkannte derjenigen, die im Massaker gestorben waren. Natürlich hat er das Wort Genozid nicht erwähnt. Und nicht zuletzt, letzte Woche am 26. März, hat die große Synagoge von Edirne bei der ungarischen Grenze wurde wiederhergestellt und restauriert und wieder eröffnet. Es ist wirklich ein Juwel aus der Zeit von 1909. Und diese Synagoge ist eine Replika der Synagoge in Wien, die durch die Nazis zerstört worden war. Diese Synagoge war verlassen seit der erzwungenen Deportation verlassener Juden aus den 30er Jahren. Wiederum ein Gebäude, das mit öffentlichen Geldern wiederhergestellt wurde und wieder eröffnet wurde. Und das wird nicht nur ein Museum sein, sondern auch jüdische Verwaltung beinhalten und Verwendung. Dasselbe hat sich im 2007 ereignet, vielleicht erinnern Sie sich daran, bei einem weiteren religiösen Monument, das Suchartsch-Monument, das ebenfalls mit öffentlichen Geldern wiederhergestellt wurde. Was ist also geschehen mit diesem türkischen Staat, der ansonsten immer noch sehr stark darauf pocht, nicht anzuerkennen, was den syrisch-orthodoxen, den Armeniern angetan worden ist und allen anderen nicht-muslimischen religiösen Minderheiten. Wie trauen sie sich also, so zu handeln, auf eine Art und Weise, die eigentlich noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre, unter der kemalistischen, klassischen türkischen Regierung zum Beispiel. Und es sind Moslems. Das ist politischer Islam. Die regierende, die herrschende AK-Partei, wie kommen sie dazu? Nun, Moslems zusammen mit Kurden haben etwa Mitte der 80er Jahre begonnen, auch politische Akteure zu werden in der Türkei. Natürlich fiel es ihnen schwer. Sie wurden als politische Akteure zuerst mal abgelehnt durch das klassische Paradigma des türkischen Staates, des Kemalismus. Aber sie haben sich durchgerungen, haben weiter hart gearbeitet davor. Die Kurden haben natürlich auch zu den Waffen gegriffen, aber die Moslems haben die Verwaltungen ergriffen und wurden zu politischen Akteuren. So sehr, dass in 2002 sie die Macht erlangt haben und die Wahlen gewonnen haben. Diese zwei großen Gruppen, ihre Befähigung, es ist ein wichtiges Konzept von politischer Wissenschaft. Und ihre Befähigung hat das einen großen Beitrag geleistet, dass einige Fragezeichen, Herausforderungen gestellt werden gegenüber dieser wunderbaren, homogenen Nation, die
in der Türkei erfunden worden war, zur Zeit zuerst mal des Osmanischen Reiches und später der türkischen Nation. Eine Nation, in welcher es keinen Unterschied gab, keine unterschiedlichen Menschen, keine Nicht-Muslime. Und dieses fantastische, homogenische, mutige Gebilde, Nation, hatten eine Geschichtserzählung, die verloren gegangen war. Denn die Kurden, die Moslems, durften eigentlich gar nicht dabei sein in dieser Nation. Als sie aber zu Akteuren wurden, trugen sie dazu bei, diese Pandoras Box zu eröffnen. Und darin fanden sich eine Fülle von unterschiedlichen Identitäten, die vorher ausradiert gewesen waren, versteckt worden waren oder auch nur vernachlässigt, ignoriert worden waren durch die offizielle Staat. Diese zwei großen Gruppierungen scheuen sich auch nicht, über Nicht-Muslime zu sprechen. Denn sie waren nicht diejenigen, die die Entscheidung getroffen hatten, diese zu vernichten. Natürlich, sie waren operationell, aktiv. Die Kurden waren diejenigen, die die Armenier letztendlich massakriert haben. And some Muslim clerics muslimische Geistliche, nicht alle, aber auch sie waren ziemlich funktionell, their followers to kill as much, in der Einberufung ihrer Nachfolger, dass sie so viele Christen wie nur möglich umbringen, köpfen. Ich sage nochmals, nicht alle. Aber sie haben immer gelehrt, dass sie manipuliert worden waren damals durch die Istanbuler Verwaltung und durch den Staat. Ich akzeptiere das. Es stört mich auch nicht, wenn sie eine Entschuldigung finden, ein Argument finden, um überhaupt dessen zu gedenken, was geschehen war. Dass sie sagen, meine Schuld, wir waren involviert, aber wir waren manipuliert worden. Das ist sehr wichtig, dies zu erkennen. Und das zeigt, wie wir uns langsam auf das hinzubewegen, was ich nenne, dass die Erinnerungssuche in unserer Gesellschaft. Aber noch davor möchte ich Ihnen über das Paradox über das Paradox erzählen, aufzeigen eigentlich, wie schizophren sozusagen die Staatshandlungen waren, wenn es um die Erinnerung, um das Gedenken geht. Ich habe 6 oder 7 Beispiele erwähnt vorhin. Let's look at the other side of the Nun wollen wir die andere Seite der Münze anschauen. Ich habe den legalen Status, den neuen legalen Status der armenisch-katholischen Kirche erwähnen. Aber das griechisch-orthodoxe theologische Seminar bleibt geschlossen. Ich habe den Künstler im türkischen Pavillon erwähnt. Die Türkei hat schweren Druck auferlegt an den auf die Genfer Behörden, um die Gedenkveranstaltung abzusagen. Ich habe erwähnt, dass 10% der religiösen Stiftungen 10% ihres konfiszierten Besitzes zurückbekommen. Aber diese wesentliche Rechtsprechung aus 1974, wo Nicht-Muslime im Prinzip als Ausländer in der Türkei angesehen werden, ist nicht enthoben worden.
But this year, the 24th of April, und dieses Jahr, am 24. April, wird der 24. April, dieser Gedenktag, in den Dardanellen gefeiert. Und um sich dort zu, um dort zu gedenken, was mit den Anzac-Truppen, den neuseeländischen Militärkorps, geschehen ist. Leider für die Regierung ist der Anzac-Tag dort eigentlich der 25. April und nicht der besagte 24. As for the synagogue, die Synagoge, die wir erwähnt haben, die eröffnet worden war und die restauriert ist, die wunderschön wiederhergestellt ist. Nun, die Gebäude sind vielleicht geschützt worden, aber die Menschen, die diese Gebäude besuchen, unterliegen immer wieder Hasstiraden, wie ein türkischer Jude vor kurzem dargelegt hat. Also es ist voller Paradox. We enter the classical state space. Sobald wir uns in diesen klassischen Staatsraum hineinbegeben. But here we have, despite all this, trotz all den, trotz all dieser Widersprüche und dieser schizophrenischen Haltung, haben wir dennoch mit dieser Regierung with the hegemonic und mit den hegemonischen politischen Kräften in der Türkei, muslimisch und türkisch, haben wir einen Vorteil, denn sie lassen zu, dass die türkische Gesellschaft beginnt zu gedenken. Und sie stoppen diese Tätigkeiten zur Erinnerungsfindung, zur Gedächtnisfindung, stoppen sie nicht innerhalb der türkischen Gesellschaft. Sie bremsen diese Bemühungen nicht, so wie es die Kemalisten getan hätten. Ich möchte Ihnen hier nur ein Beispiel geben, bevor wir das mehr im Detail anschauen, denn es lohnt sich, diese zu erwähnen. Das Wort Genozid, John Eibner hat es vorhin gerade erwähnt, dieses Wort ist gesetzlich nach wie vor verboten im türkischen Strafrecht, im berühmten Artikel 301, verbietet die Verwendung dieses Wortes. Und dennoch wird niemand gestraft und das Wort wird überall verwendet, ist in jedermanns Mund. Die Menschen sprechen heute vom Genozid. Und sie sprechen nicht nur davon, sondern sie entwickeln auch Studien dazu. So, something really, new is happening. Also etwas Neues ist sich wirklich am Begeben in der Türkei. More and more difficult today to talk about one Turkey or Turkey's politics. Darum ist es schwieriger, heute über eine Türkei zu sprechen, über eine Politik gegenüber dem Genozid. Denn das wird die Wirklichkeit nicht wiedergeben. Es gibt die offizielle Türkei, die trotz aller dieser Widersprüche immer noch dort steht, aber am Ende des Tages ist der Genozid nach wie vor ein Tabu für den türkischen Staat und seinen Apparat. Aber für die Gesellschaft, für die aktiven Kräfte in der Gesellschaft, haben sich die Dinge dramatisch verändert und werden das mit Sicherheit auch weiterhin tun. Ich möchte Ihnen einige Details geben über diese Gedächtnisarbeit, diese Erinnerungssuche erzählen, damit Sie besser verstehen, was sich wirklich in der Türkei heutzutage abspielt, diesbezüglich. Wenn es darum geht, sich der Vergangenheit zu stellen, der Massaker zu gedenken, diese zu thematisieren, überhaupt zu diskutieren, was vor 100 Jahren geschehen ist, den Schmerz zu teilen, eine Empathie zu empfinden mit dem anderen. Es gibt vier Gruppierungen diesbezüglich. Zuerst mal die Akademiker und die Herausgabe von Literatur. Zu Beginn war das ziemlich scheu und verhalten, aber heute ist es sehr aktiv. Akademiker, Wissenschaftler, Verlagshäuser sind da wirklich am Erblühen, sind sehr aktiv. Als ich noch Student war in Istanbul, war es unmöglich, auch nur ein Buch über den Genozid oder über andere Massaker zu finden in Anatolien. Heute gibt es
Bücher, Übersetzungen. Alles ist erhältlich. And not to mention the major opus of Raymond Kevorkian. Das große Opus von Raymond Kevorkian, das erst letzte Woche herausgegeben wurde. 1200 Bücher mit Details über den armenischen Genozid, wo Dorf für Dorf durchgegangen wird und die Geschehnisse dort analysiert werden, Stadt für Stadt. Zwischen 1915 und 1916. Aber die Pionierarbeit wurde durch meinen Freund vollbracht, durch Ragub, der das erste Verlagshaus eröffnet hat, und zwar schon 1977, also vor langer Zeit. Und er war einer dieser Pioniere, ein sehr mutiger Mann. Every single book that he was helping to be translated, der jedes Buch, jedes Buch, wo er behilflich war, dieses zu übersetzen, wurde von den Behörden darin behindert und er hat nie aufgegeben. Und heute in Bezug auf alle Verlagshäuser sozusagen in der Türkei, können wir sagen, dass praktisch alle Bücher herausgeben und verlegen über das, was vor 100 Jahren geschehen ist. Nicht spezifisch nur über den Genozid, sondern es gibt viele andere Aspekte, aber es wird thematisiert und produziert. Die Kurden hatten ihre eigenen Publikationen auf Kurdisch. Es gab nicht viele, die Kurdisch lasen dazu mal, also die Leute haben dem nicht viel Aufmerksamkeit gegeben, aber sie schrieben darüber, was an ihren Nachbarn geschehen worden war. Denn die Armenier und die Kurden hatten immer zusammen gelebt in östlichen Anatolien. Gelehrte, die Forschungen durch Gelehrte, ich denke, Sie kennen da vielleicht einige Namen, so wie Acan, ich glaube, er war nicht der Einzige. Aber die spannende Entwicklung ist, dass sie heute, die Jungen forschen, sich dafür interessieren, die Realität aufzudecken. Es werden mehr Doktorarbeiten, mehr Papiere über diese Vergangenheitssuche geschrieben, sei es in der Türkei oder andere Orte. Aber diese intellektuelle Neugier ist definitiv vorhanden. Unzählige Konferenzen, die stattfinden. Nach der historischen Konferenz von 2005, wo zu Beginn der Staat eigentlich sehr unglücklich war damit, aber es ist geschehen. Das Schicksal der osmanischen Armenier, das war die erste derartige Konferenz. Heute sind diese Konferenzen sozusagen unzählig. Wo es nicht nur um die Armenier geht, sondern auch um die Syrisch-Orthodoxen, um die Juden, um die Kurden, die Griechen. And the conferences, und diese Art Konferenzen haben noch vor einigen Jahren, vor 10 Jahren, eigentlich vor allem nur im Ausland stattgefunden, in Europa, in den USA, und heute finden sie in der Türkei statt. Also etwas, das Beachtung verdient. And not only in Istanbul, und zwar nicht nur in Istanbul übrigens, sondern auch an Orten wie Diyarbakir, eine kurdische Stadt, oder Mardin, eine berühmte Stadt, die denn sehr bedeutungsvoll ist für die Syrisch-Orthodoxen. Ein Diaspora-Gelehrter lehrt in der Türkei seit 2009. Ein berühmter Literaturkritiker, Chignon ist französischer Herkunft, und er unterrichtet an der Universität in Istanbul jedes Jahr. So these are new and very encouraging developments. So sind das neue und sehr ermutigende Entwicklungen, die beachtet werden müssen. The second cluster, die zweite Gruppierung, die ich nennen möchte, nenne ich die individuelle Gedächtnissuche. Now, before,
to call someone an Armenian origin, früher, wenn man jemanden, wenn man bei jemandem gesagt hat, dass er armenische Vorfahren oder griechisch-orthodoxe Vorfahren hatte, syrisch-orthodoxe Vorfahren, wenn man das erwähnt hatte, dann war das eine Sünde. Das war unmöglich. Die Menschen waren selbst, fürchteten sich selbst davon zu sprechen, dies zu erwähnen. More and more people are searching for their ancestors. Und heute suchen mehr und mehr Menschen nach ihren Vorfahren und erwähnen ihre armenischen Großmütter stolz. Großmütter, leider, denn die Männer wurden extensiv abgeschlachtet, aber die Mädchen wurden beibehalten und diese wurden irgendwann zu Großmüttern, von späteren kurdischen Familien zum Beispiel. Unter den Kurden gibt es ein Motto, es gibt keine kurdische Familie ohne armenische Großmutter. Aber die Menschen sprechen darüber heute und suchen nach ihren Wurzeln. Something again, very, very und das ist etwas wiederum sehr Kostbares. You may have heard about this book by my Sie haben vielleicht von diesem Buch gehört von meinem Freund, der per Zufall der Anwalt ist, des ermordeten Hrant Dink, meines Freundes ist. In diesem Buch geht es um die Großmutter bzw. meine Großmutter, eine armenisch-türkische Memoir. Es wurde im 2012 beim Verso Verlag herausgegeben. There are 13 or more now, 13, 14 books es gibt 13, 14 Bücher of the same nature, derselben Natur bereits. Menschen, die nach ihren Großmüttern suchen. Meine Großmutter hier, Großmutter dort, sie sprach nie von dem, was geschehen war. Zuvor wäre das undenkbar gewesen. To talk about that, to even mention it. So, another interesting development. Eine weitere interessante Entwicklung diesbezüglich in Bezug auf diese Wurzelsuche ist die zwangsislamisierte sind die zwangsislamisierten Armenier. 1915 hat die türkische Regierung oder um präziser zu sein die osmanische Regierung damals ein Dekret herausgegeben, wonach Armenien erlaubt wird zu konvertieren. An einigen Orten haben sie in so großer Anzahl konvertiert, dass die Regierung ein neues Dekret herausgegeben hat, um weitere Konvertierungen zu stoppen. Die Konvertierung hat vielen Armeniern geholfen, ihr Leben zu retten. Aber einige sind trotz ihrer Konvertierung geschlachtet worden. Aber bei der Mehrheit hat dieser Schritt geholfen, ihr Leben zu retten. Diese Menschen haben immer existiert und der Staat wusste davon. Ihre Nachbarn wussten davon und wissen es noch immer. Sie sprechen über dieses armenische Dorf, 100% Moslems, aber sie werden immer noch als dieses armenische Dorf bezeichnet. Nichtsdestotrotz sprechen diese Menschen heute öffentlich offen über ihre armenischen Wurzeln. Und das ist auch eine sehr gesunde Entwicklung. Einige beziffern diese Anzahl unter Millionen, also bei Millionen, dass es Millionen Nachfolger gibt von konvertierten Armeniern. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben. According to the Armenian sources, denn nach armenischen Quellen wurde das Leben etwa von 300.000 Armeniern gerettet, indem sie konvertiert waren zum Islam. Also nach 100 Jahren gibt das natürlich eine Bevölkerung von Millionen mit ihren Nachkommen. So, as no one was capable of or openly talking about the genocide, da niemand öffentlich über den Genozid sprechen durfte, able to talk about this sort of konnten die Menschen auch nicht über die Konsequenzen des Genozids sprechen, wie zum Beispiel die konvertierten Armenier.
Und jetzt, wo diese Pandoras Box weit geöffnet worden ist, among them there are those who reconvert. There are some Armenians now who reconvert. Gibt es jetzt einige, die zurückkonvertieren? The church is not happy because, die Kirche freut sich nicht unbedingt darüber, denn sie wissen praktisch nichts vom Christentum. But, they still want to be baptized. Aber sie wollen getauft werden. They are baptized and learn slowly. Und die Kirche lässt das zu und langsam lernen sie wieder über ihre Religion. Und hinzu kommt die Sprache, denn sie müssen zuerst das Armenische erlernen. Die dritte Gruppierung, die ich hier erwähnen möchte, ist die public awareness and visibility. Ist das gesellschaftliche Bewusstsein und die Sichtbarkeit. Nicht-muslimische Minderheiten werden wirklich buchstäblich durch die türkische Gesellschaft entdeckt. Plötzlich entdecken sie ihre nicht-muslimischen Mitbürger. Vorhin hatten sie sich versteckt. Sie waren eine sehr kleine Minderheit, obwohl sie zuvor eigentlich nicht die Minderheit gewesen waren. But you know, people are youngsters, you know, who never heard Junge, of. There are still some, you know, youngsters in Turkey who, when people say, especially Jungen for heute Greece, in der Türkei, das gilt vor allem für die Griechischstämmigen. 2,000 remaining Greeks. Wir haben etwa 2,000 Griechen, die noch in der Türkei geblieben sind, vor allem in Istanbul, also nicht mehr. When they meet, wenn sie sich treffen, der Turkish, fellows. Ihre türkischen Kollegen sehen, dann sagen sie, ah, du bist ein Tourist, wie ist das Leben so in Istanbul? Um eigentlich zu zeigen, dass sie noch vor den Türken dort gelebt hatten. Aber diese Sichtbarkeit, dieses gesellschaftliche Bewusstsein wird von Tag zu Tag entwickelt. Armenians had, I recall, only one association. Die Armenier hatten nur eine Vereinigung, friendship association, eine Art Freundschaftsvereinigung oder Vereinigung derjenigen, die aus einem besonderen Dorf gekommen wären. Heute gibt es 80 Vereinigungen. Alle sind in Istanbul, denn keiner bleibt sozusagen in Anatolien. Und es sind aktive Vereine. Und sie verstecken sich nicht. Zum Beispiel nennen sie sich, also sie verstecken sich nicht, sondern sie machen ihre Zwecke und ihre Namen sehr publik bekannt. Zeitungen haben immer schon existiert. Zum Beispiel die Zeitschrift Argos, das von meinem Freund Hand geschrieben wurde, hatte diese tolle Idee, in zwei Sprachen herauszugeben, Türkisch und Armenisch. Ansonsten waren sie nur in Armenisch und wurden daher nicht gelesen. And have existed. Also solche Zeitschriften haben auch schon zuvor existiert. Extremely important. Es ist sehr wichtig. The creation of Argos. 1996 wurde eben diese Argos-Zeitschrift in zwei Sprachen herausgegeben. Also bald 20 Jahre. Nochmals, das öffentliche Bewusstsein. Das Pogrom von September 1955, bei der 50-Jahr-Gedenkfeier, haben alle nicht-muslimischen Menschen in der Stadt und sogar einige Moslems, die sich so enerviert haben, haben dann Verwüstungen, Plünderungen verursacht. Und es ist sehr unbekannt geblieben, es wurde nicht darüber gesprochen. Plötzlich gab es diese Gedenkfeiern, Gedenkausstellungen diesbezüglich. Und heute, seit 2005, findet ein jährliches Gedenken statt, wo sich die Menschen fragen, wieso ist das geschehen?
Dasselbe gilt für die 1964 Austreibung der verbliebenen Griechen in der Stadt. Auch heute wird das nun regelmäßig, wird dem regelmäßig gedacht. Diaspora-Vereinigungen kehren zurück in die Türkei. Faszinierend, das hätten wir zuvor nie erwartet. Zum Beispiel die Civilitas-Stiftung, die sonst nur in Jerewan in Armenien basiert war, hat nun ein Büro eröffnet. Oder Nationaler Kongress der westlichen Armenier, eine weitere Vereinigung. Auch sie werden ein Büro eröffnen. Yerekir, das bedeutet das Land. Terre et Culture, auch sie eröffnen neu ein Büro bei uns. Und dieses Bewusstsein, diese Sichtbarkeit, das Wort Genozid ist jetzt in aller Munde. Es ist wirklich sichtbar. Ich habe die Nachkommen der islamisierten Armenier genannt. Es gibt noch eine weitere Gruppierung, die aus der Pandoras-Büchse hervorkommt. Die Gerechten, diejenigen, die sich dafür eingesetzt hatten, um die Armenier zu retten, es gab viele davon. Natürlich, als es unmöglich war, davon zu sprechen, war es irrelevant, über ihre Erretter zu sprechen. Und jetzt, wo man über sie sprechen kann, kann man auch über diejenigen sprechen, die ihre Leben gerettet hatten. Und das ist sehr wichtig, denn davon gibt es viele. Es gibt einige öffentliche Zahlen. Es gibt sogar offizielle darunter, Bürgermeister, Beamte, hochgestellte Beamte, die diese Befehle von Istanbul zu jener Zeit verweigert hatten. Aber auch anonyme, einfache Menschen, die sich entschlossen hatten, das Leben ihrer Nachbarn, ihrer Mitbürger zu retten. So verbreitet sich jetzt dieses Bewusstsein, die Menschen sprechen von Familien. Ja, ich erinnere mich daran, meine Mutter erzählte mir, dass unser Großvater so viele gerettet hatte. Dann gibt es auch diejenigen, die Leben gerettet haben, nur um die Kinder zu behalten. Auch das muss man beachten. Also sie hatten natürlich ein bestimmtes Interesse, um die Leben zu erretten. Public authorities, the public awareness. The names, the old names of the towns. Dann weiter auch die alten Namen der Städte. Die sind aufrechterhalten worden durch die Einheimischen. Viele Dörfer, Städte sind umbenannt worden. Und heute stellen sich die Menschen die Frage, wie hieß dieser Ort vorher? Und viele von ihnen sind natürlich armenischer, kurdischer oder syrisch-orthodoxer, arabischer Herkunft. Exhibitions about the Ausstellungen life of über das Leben der Armenier. Armenier haben früher hier gelebt. Through the carte postale, there's a collection of carte postale. Zum Beispiel gibt es eine Sammlung von Postkarten. In eastern parts of the country, nothing remains Armenians anymore. In östlichen Teilen des Landes ist nichts mehr armenisch geblieben. So sind die Postkarten da sehr hilfreich. Und das sind Ausstellungen, die in diversen Orten gezeigt werden. Und die Menschen sind erstaunt, denn sie erkennen die Straßen, die darauf gezeigt sind. Und da sehen sie Gebäude, die heute nicht mehr existieren. Und das verwirrt sie, das interessiert sie und sie beginnen nachzudenken. They were Armenians. Das waren Armenier. Ja, wo sind sie denn heute? The third cluster, die dritte Gruppierung, die ich nennen möchte, third or fourth, dritte oder vierte? Yeah, the fourth, die vierte.
The religious and cultural diversity. Die religiöse und kulturelle Diversität. Auch hier geschehen gewaltige Dinge auf Gesellschaftsebene. Eben Wiederherstellungsarbeit, wie diese Synagoge, die ich erwähnt hatte. Adrianopolis Surpatch in Van, in einem anderen Teil des Landes. There are many others like Surp Krikor Luzarevic of Caesarea in Kayseri. Luzarevic von Caesarea in Istanbul. Ein weiteres Gebäude in Istanbul. Subiagos in Diyarbakir. Kleine Kirchen in westlichen Teilen des Landes. Greek churches mainly griechisch-orthodoxe Kirchen, zum Beispiel in Bodrum, eine georgische Kirche, Oshki, in Erzurum. Of course the people are interested now. Die Menschen, die Einheimischen, interessieren sich jetzt. Und sie möchten diese Kirchen auch alle wiederherstellen, denn sie erhoffen sich davon, dass die Touristen kommen werden. Also es gibt auch ein Eigeninteresse darin, aber immerhin, vor 20 Jahren hätten sie sich nie gewagt, den Staat oder die Behörden darum zu bitten, beginnen, Geld zu sammeln, um diese sterbenden Kirchen wiederherzustellen. Und nun wagen sie sich. Und das ist das Neue und auch das so Wichtige daran. Das bedeutet, sie sind bereit, sich daran zu erinnern, was geschehen war vor 100 Jahren. Masses now are celebrated. Messen werden neu gefeiert in vielen dieser Kirchen. Not every day. It's probably mine. No, it's not mine. The one famous monastery. It's a Greek monastery. Ein berühmtes Kloster, ein griechisch-orthodoxes Kloster in Sumelach. By the Black Sea, am Schwarzen Meer, eine Schönheit, ein Kleinod. It took place. For the first time 4 years ago, the Ecumenical Patriarch hat zum ersten Mal vor 4 Jahren stattgefunden. Der Patriarch hat das mitgefeiert am 15. August. The architects of Turkey, mainly Armenians and Greeks, they were. Die Architekten der Türkei, vor allem Armenier, griechisch-orthodoxe, their good work. Erinnern Sie sich an Ihre gute Arbeit zuvor, an wie gebaut wurde, die Gebäude, die heute der Türkei oder den Privatpersonen gehören, dem Staat gehören. Und Sie waren die Architekten dessen. Und die Menschen lernen davon und die hören, oh, dieser berühmte Palast, Dolorbace Palast, der von einer sehr wichtigen armenischen Familie gebaut worden war. Dessen Nachkommen nun in Rom leben. Zum ersten Mal ein armenischer Friedhof mit einer sehr bedeutenden armenischen Bevölkerung ist restauriert worden. Meistens sind diejenigen, die Erinnerung hochleben wollen, lassen wollen, die beginnen mit den Friedhöfen. Das sehen wir sehr oft, verschiedenen Konfliktzonen. Die Überreste der Friedhöfe, obwohl kaum noch Armenier in Malati leben, ist der Friedhof dennoch hergestellt worden. Eine Kapelle ist ebenfalls gebaut worden im Friedhof, zum allerersten Mal. Ich habe die kulturelle, das religiöse Bewusstsein genannt, dieses Neuaufleben, diese Auferweckung, ist vielleicht ein großes Wort, davon ist noch verfrüht zu sprechen, aber dennoch. Es wäre unfair, Ani nicht zu erwähnen, dass die legendäre
armenische, historisch armenische Stadt ist eigentlich eine Stadt, nicht ein Dorf, an der Grenze. Now some restoration works have started, finally. Auch dort haben endlich nun Restaurationsarbeiten begonnen. The authorities are also involved in und da sind die Behörden and, mit involviert. And the good work continues. Und die gute Arbeit wird fortgesetzt. Nun, wohin gehen wir mit all dem? Sie fragen sich vielleicht, are all these, you know, activities, all these works, sind all diese Aktivitäten, these, you know, these, diese Projekte, Initiativen, these, Gedenken, you know, facing the reality, will that help to sich der Realität zu stellen? To recognize, wird das dem Staat helfen, den armenischen Genozid anzuerkennen? Denn sehr viele haben das zum Ziel. I mean, I wouldn't be that optimistic. Ich wäre ehrlich gesagt nicht so optimistisch. Ich denke, wir sind weit entfernt davon. The fact that it's not the same political class obwohl that is in charge. Es nicht mehr dieselbe politische Klasse ist, die im Moment die Herrschaft hat oder seit 12 Jahren federführend ist. Aber der Staat hat seine eigenen Gewohnheiten sozusagen, seine eigenen Reflexe, Rigidität, Unflexibilität, Sturheit. And the parties, the political parties, and for the matter, the political Islamists. Und die politischen Parteien, vor allem auch die politischen Islamisten wie die AK, eben die regierende Partei, obwohl sie ziemlich liberal waren, wenn es um die Erinnerungsarbeit und diese Politik der Nicht-Muslime geht, waren sie recht offen und liberal. Recognizing all this in the name of aber wenn the es darum geht, all dies im Namen des Staates anzuerkennen, dann wird das, geht es für sie zu weit. Es ist nicht einfach. Und zwar nicht, weil sie nicht willig wären. Es gibt da wirklich sehr ernsthafte Menschen unter ihnen. Aber es gibt diverse andere Gründe. Eine davon ist, dass dieser Staat, der die Fortsetzung ist, sozusagen, des Osmanischen Reiches, das ist dieser Staat war, der all diese Massaker orchestriert und organisiert hatte. Ein Staat wie das Dritte Reich hätte seine Schuld von sich aus nie einfach anerkannt. Das geschieht einfach nicht. Ich denke, das ist die Hauptschwierigkeit darin. Und wir alle wissen, dass mit dem Abkommen von 1920, wo der türkische Staat seine Schuld anerkannt hat, mit dem Lausanne-Abkommen von 1923 wurde aber alles wieder rückgängig gemacht und vergessen. Und das ist also ein bedeutendes Hindernis in diesem ganzen Prozess. Und ich denke, das kann eine Herausforderung sein, wenn diese gesunden Erinnerungssuche-Bemühungen weitergehen und auch mehr und mehr in die Tiefe gehen, denke ich, dass diese mit der Zeit eines Tages die offizielle Geschichtsschreibung herausfordern können. Die Verantwortlichen der armenischen Vertreibungen, des Genozids, diese haben im kemalistischen Regime später Arbeitsstellen bekommen. Ein wunderbares Beispiel ist ein Mann namens Shükrü Kaya, der einer der führenden jungen Türken war, der Ittihadisten, die aktiv waren in der Deportation der Armenier. Er wurde Mustafa Kemals Innenminister. So einfach ist es.
between the two states. Not to mention the fact that many das heißt, während zwischen diesen beiden Phasen gibt es eine deutliche Fortsetzung. Und die Menschen wurden richtiggehend ausgekauft durch den Staat, denn ihr Besitz wurde konfisziert, und zwar große Dimensionen von Ländern, von Gebäuden, die konfisziert wurden und dann neu verteilt wurden. Der Staat hat also Profit geschlagen. Wir sprechen von 13 Millionen Einwohnern damals, also nicht die heutigen 77. Der Staat hat also den konfiszierten Besitz, das Gute der Armenier und der griechisch-orthodoxen unter der einheimischen Bevölkerung verteilt, vor allem unter den Kurden. Und so wurden sie zum Mitbeteiligten. Indirekt oder direkt mitbeteiligt an diesen Handlungen der Regierung mitbeteiligt. And one last word. Und ein letztes Wort dazu. Ich spreche immer wieder von dieser Gedächtnissuche. Ich sage immer, dass das gesund ist. Ich glaube, dieses tiefe Empfinden von Menschen, starting to think over the past, die heute wirklich Turkey, beginnen, über die Vergangenheit der Türkei nachzudenken, aber auch die Vergangenheit von Syrien, vom Irak, Libanon, der osmanische Nahe Osten sozusagen, aber auch der Balkan. Eine Gedächtnisarbeit führt zur nächsten. Und diejenigen, die beginnen, sich Gedanken zu machen über das Schicksal der Armenier, lernen auch über das Schicksal der Muslime in den Balkans, die ausgewiesen wurden, die auch abgeschlachtet wurden, nach den Balkankriegen von 1912 und 1913. Niemand erwähnt sie. Die Bulgaren, die griechisch-orthodoxen. Die Historiker wissen davon, aber auf gesellschaftlichem Niveau sind dies vergessene Dinge. 19th century Europe is full of this sort of das 20. Jahrhundert Zeit ist voller Geschichten der ethnischen Säuberung oder religiösen Säuberung. Das fand überall statt. But some were told, einige wurden weitererzählt, einige wurden some gelehrt, were spoken, some were not. Angesprochen so und now, andere nicht. You know, while talking about the Armenian genocide, und we also nun, währenddem wir über den armenischen Genozid sprechen, sprechen wir auch über die Vertreibung der Moslems aus dem Balkan, aus dem Kaukasusgebiet. Eine weitere Geschichte, die kaum weitererzählt wird und nicht bewusst ist, wo das russische Imperium während dem 19. Jahrhundert da auch darauf hingewirkt hat, mit viel Nachdruck. Of the local Muslim people. So I think it's an overall recollection of. So denke ich, dass wir also eine übergreifende Erinnerung, Gedenken haben, das sich heute im Moment am Abspielen ist. Especially in northern Mesopotamia. Und im nördlichen Mesopotamien führt das nicht unbedingt zu einer gesünderen, besseren Welt. Ich möchte das wiederholen. Aber soweit es die Türkei betrifft, wird diese gute Arbeit dennoch weitergeführt. I always use the formula. Und ich verwende immer die Formel. The formula of the genies, which are in the bottle. Die Formel des Genies, des guten Geistes, der in der Flasche ist, des Flaschengeistes. Der Geist wurde vollständig aus der Flasche herausgelassen und er wird nie mehr sich dorthin zurückziehen in der Türkei. Dankeschön.